Begrüßung, liebe Leute, und willkommen zurück zu Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Wir gehen jetzt woanders hin, weil hier gibt es nichts mehr zu tun. Ja gut, eigentlich schon, aber wir müssen halt erstmal woanders hingehen. Und steinerne Hillebarden suchen. Toll. So, wenn ich eine steinerne Hillebarde wäre. Nee, fangen wir mal nicht so an. So zu denken hilft ja eigentlich auch nicht mal etwas, weil... Ja toll, das könnte überall sein. Ein Stein oder eine Bade. Okay, jetzt fehlt noch so ein Fragment von der Klinge. Okay, das war's. Aber wenn man sich hier mal die Größenverhältnisse anguckt... Es muss aber schon eine sehr kleine Hillebarde sein. Der Rest der Höhle liegt in absoluter Dunkelheit. Nachdem ich das Tagebuch des Königs in die Anrichte gelegt hatte, rumpelte die Türe links. Ach nee. Hier fehlt ein Schalter. Okay. Akzeptiere ich. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück in den Schuhschrank. Nehmen die Hillebarde. Und machen nichts. Schade. Also eine Hillebarde. Oh, das Spiel hat mir mal wieder nicht gesagt, was ich machen muss. Es scheint in der Mitte fehlen noch zwei Teile. Ihre? Ach so, ihre wegen Statue. Ah. So, gut. Vielleicht kriege ich hier irgendwas. Ah. Eine robuste Axt. Gut. Ich hätte aber lieber eine anti-robuste Axt. So eine richtig zerbrechliche, damit ich die nur einmal benutzen kann. Huch, ich kann sie ja nur einmal benutzen. Wähle die Paneele so aus, dass sie zusammen ein Gemälde ergeben. Also irgendwie haben die das mit dem Minigeln. Nee, das wird's nicht sein. Das sieht auch nicht so passend aus. Das sieht... So vielleicht. Und dann... Ja, das könnte passen. Ja. Huch! Das war einfach. Beweis gefunden. Dieses Dokument zeigt eine über zwei Gemälde erreichbare Treppe. Gut. Schön. Beweis gefunden. Ich habe bewiesen, dass eine Treppe existiert. So, was finden wir hier? Das Porträt des Königs, natürlich. Einfach so irgendwie... Warum ist hier eigentlich eine Skeletthand? Das frage ich mich schon die ganze Zeit immer, wenn ich dieses Wimmelbild sehe. Was macht die Skeletthand dort? Die hat dort absolut nichts verloren. Oder hat der König sich hier so... Tut mir leid, ich brauche deine Hand mal kurz. Zack. Und dann hier einfach hingelegt und nie wieder benutzt. So, jetzt noch ein paar Teile des Bildes fehlen. Jetzt fehlen noch zwei S-Stäbchen. Jedenfalls sieht es aus wie diese S-Stäbchen. Ja, das kommt hin. So eine Kette, die habe ich hier oben irgendwo gesehen. Und das da. Ha. Also jetzt haben wir das Porträt der Prinzessin und das Porträt des Königs. In
Habe ich das jetzt eigentlich schon vorgelesen oder nicht? Das Eis zersprang, als ich die weite Kelche davor stand, habe ich bestimmt schon vorgelesen. Ich befinde mich im Bereich des Palasts, in dem Porträts an den Wänden hängen. Auf der Inschrift eines der Porträts war Aschenputtel zu lesen. Ich sollte Aschenputtels Gemach finden und dort nach Hinweisen suchen. Okay. In dem Raum mit den Porträts befindet sich eine verschlossene Tür, die von zwei Statuen bewacht wird. Ich spüre einen Lufthauch aus der Richtung, eben dieser Tür. Kann es sein, dass sich dahinter der Weg zurück an die Oberfläche befindet? Man weiß es nicht. Aber wo ist denn hier bitte eine Tür? Ja, die ist von Rang umgeben, aber so an sich würde man das, glaube ich, nicht sehen. Du musst das in der richtigen Reihenfolge schieben. Der Durchgang ist vollkommen mit Ranken überwuchert. Tja, da haben wir wohl Pech. Aber hier ist ja noch ein kleiner Hinweis. Nämlich. Haben wir die Ranken gerade entwachsen. Also, am Anfang hat der Froschkönig ja irgendwie keine Ahnung was gemacht. Ja, auf jeden Fall waren dann hier plötzlich Ranken. Moment. Hier. Und jetzt sind sie weg. Ganz einfach, wie wir einen Schalter gedrückt haben. Was denn jetzt? Ich bin der Höhle endlich entkommen und habe einen Weg zurück in den Wald gefunden. Diesmal muss ich einen Weg in das Haus finden und Marie zu retten. Aber es fehlt doch noch ein Schlüssel. Ah, der rostige Höhlenschlüssel vielleicht? Der Eingang zum Haus ist vollkommen überwuchert. Ich muss etwas Scharfes finden, um die Ranken wegzuschlagen. Ja, eine Chilischote hilft bestimmt. Weil eine Chilischote ist ja bekanntlicherweise scharf. Habt ihr eigentlich schon mal Chili gegessen? Also so komplett? Also einfach so eine Chilischote in den Mund geschoben und dann gedacht, oh scheiße, es brennt. Und dann so erstmal einen halben Liter Milch getrunken. Ich nicht. Weil ich hab's halt im Fernsehen sehr oft gesehen, dass irgendwelche Cartoon-Charaktere dann so, Feuerstocken! Voll übertrieben eigentlich, aber. Was will man von Cartoons erwarten? Und wir suchen übrigens einen kleinen Hammer. Weil wir uns ein großer wahrscheinlich nicht mehr ins Inventar passt. So deute ich das jetzt mal. Also uns fehlt noch so ein Fragment und so ein Teil. Okay, das ist schon mal das Fragment. So, jetzt nur noch das Teil. Ich hab ja übrigens noch nie was über die Musik gesagt in dem Spiel. Ich finde, sie ist vorhanden. Also, die ist jetzt nicht vollkommen nervtötend und unpassend, die ist einfach vorhanden. Die tüdelt halt so im Hintergrund rum. Und mehr wird auch nicht von ihr erwartet. Von ihr erwartet. Dort. Das Fragment hat auch noch gefehlt, habe ich gar nicht gesehen. Als wir das erhalten haben, war dort unter noch. Ach, egal. Quack! Scharfe Machete. Wer legt denn eine scharfe Machete einfach so hier mitten in den Wald? Das ist doch auch ein Umweltsünder. Das geht doch wohl gar nicht. Ich meine, ja gut, der Wald ist vielleicht ein bisschen verflucht, aber es ist noch kein Grund, hier eine scharfe Machete in tausende Stücke zu zerteilen. Ja gut, vielleicht nicht unbedingt verflucht, aber es ist halt der Wald des Froschkönigs. So, jetzt fehlt mir noch ein Teil der Klinge. Diese Teigtasche dort.
Und jetzt haben wir eine Machete. In einer Scheide. Und hier hat sie keine Scheide mehr. Also irgendwie sind die mit den Objekten hier ziemlich inkonsistent. Gab es hier nicht auch noch was? Brill. Kunstvase mit Wasserelement. Ja, aber gerne. Vielleicht kriegen wir die Kunstvasensammlung dann endlich mal fertig. Wir haben die ja schon seit Anfang des Spiels mit uns rumgetragen. Wortwörtlich. Jetzt fehlt noch dieses Blumen. Ah, da. Ich bin der Höhle endlich entkommen, ja. Betritt das Haus im Wald. Wie denn mit einem kleinen... mit der Machete vielleicht. Oh nein. Oh nein. In dem Haus war das eine Wimmelbild, was ich überhaupt nicht mag. Die Tür ist fest verschlossen. Ja, ja. Geht klar. Dann ist die Tür halt verschlossen. Jetzt ist es offen. Kapitel 9. Ha! Chamäleon-Objekt. Ich werde übrigens wahrscheinlich nicht alle Chamäleon-Objekte finden. Es ist... Alles hier ist kaputt oder im Zimmer verstreut. Niemand hat es offensichtlich für nötig gehalten, hier aufzuräumen. Auf der Kommode ist folgende Inschrift zu lesen, der Harlekin-Frosch. Auf der Kommode ist folgende Inschrift zu lesen, der Zauberfrosch. So, was gibt's denn? Ich befinde mich nun im Haus, kann aber weder Marie noch eine Treppe hinauf ins zweite Geschoss finden. Es muss einen Geheimgang in diesem Zimmer geben. So, und jetzt? Hier in dem Bild gab's ja noch... In diesem Baumloch wurde ein farbprächtiges Gerät eingelassen. Dieses Gerät verfügt über zwei identische Vertiefungen. Dann packen wir mal die Marmorkugel rein. Oh. Ich glaube, Oren ist gerade vorbeigekommen. Weil in ihrer Stage ist ja auch... erstmal so ein Windhauch. Dies ist eine Blaupause des Hauses im Wald. Hinter dem Bücherregal befindet sich eine geheime Treppe. Ja! Und jetzt haben wir das schreckliche Wimmelbild freigeschaltet. Da war schon wieder der Wind. Also ich glaube, Rinn ist gerade sehr aktiv. Oh Gott, ich dachte gerade, es ist jemand rein. Erstmal? Nee. Nee, noch nicht. Quack. So, schon viel besser. Irgendwie mag ich das, die Frösche anzuklicken. Schade, dass die meisten jetzt zu solchen Dämonenkröten geworden sind, so nicht jetzt mal. Also. Okay, jetzt fehlt nur noch ein Teil. Sonst habe ich alles durch random Klicken herausgefunden. Man kann das Spiel wirklich durch random Klicken schaffen. Aber manchmal ist es halt auch ein bisschen. Ja. Harlekin-Frosch. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sehen, warum ich dieses Wimmelbild hier nicht mag. Die Puppe ist so ekelhaft. Wer hat sich. Und dieser Frosch dort und. Nee, das will ich nicht sehen. Ich will das nicht anklicken. Das ist doch ekelhaft. Und wer hat außerdem sich gedacht, boah, jetzt erstmal eine Blume auf dem Sofa zerbrechen. Das ist doch ekelhaft. Nur da unten war alles schön aufgeräumt und hat so ansatzweise in die Umgebung gepasst. Na gut, nicht immer, aber... Nee, ich mag die Puppe nicht. Nee. Und jetzt haben wir den Zaubererfrosch.
Nee, nur den Zauberfrosch. Ach nee, es fehlt noch. Wo war das nochmal? Ach, dort hinten. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber jetzt haben wir den Zauberfrosch. Ja. Der muss rechts hin, der muss links hin. Oh. Marie wurde in einen Frosch verwandelt. Doch ich kann keine Entwünschungstränke mehr herstellen. Warum nicht? Du hast den einen einfach irgendwie random in der Kiste von der kleinen Meerjungfrau gefunden. Einfach so. Und jetzt sagst du einfach so, nö, kann ich nicht. Wenn ich Marie retten will, ist meine einzige Hoffnung, den Froschkönig ein für alle Mal zu stoppen. Ja. Und jetzt wieder dieses scheiß Wimmelbild. Nö, will ich nicht. Einfach hier schnell durchklicken. Bam, bam. Hallo, ich hab dich angeklickt. Bam, bam, bam. Ich will das Wimmelbild hier nicht. Nö. Also, das ist wirklich mein Hasswimmelbild in diesem Spiel. Nicht, weil es schwer ist, aber weil... Nee, ich mag das Design absolut nicht. Aber die Musik ist wenigstens schön. Efeu-Schlüssel. Ja, danke. So, was kriegen wir hier? Den Rosentrank. Und du sagst, du kannst keine Entwünschungstränke mehr. Hier hätte auch einfach so ein Entwünschungstrank liegen können. Ja, wo sind denn jetzt die Teile? Das ist anscheinend schon ein bisschen herausfordernder oder anscheinend auch nicht, weil jetzt geht's ja wieder. Vielleicht habe ich auch einfach so viel Durst, dass mein Kopf wehtut. Ja, habe ich eigentlich. Ich glaube, ich versuche jetzt wieder einhändig was zu trinken. Mal gucken, ob es hier diesmal hinhaut. Ja, ich krieg die Flasche auf. Ich krieg die Flasche auf. Oh Gott. Ja, ich krieg die Flasche auf. Moment, ich trinke mal kurz was. Ah. Getränk. Etwas Besseres gibt es nicht. Hm. Okay. Yes, wo war ich? Ah, ich muss noch zwei Teile finden. Einmal dieses und einmal das dort. Gut. Das sind hier übrigens so ziemlich die letzten Vorbereitungen auf das Ende. Die Ranken sind Geschichte. Ich frag mich, was passiert ist. Tja, du hast einfach mal den Schalter hier gedrückt. Oder ihn eingesetzt, weil das hat ja anscheinend dieselbe Wirkung. Die Vielzahl an Gemälden. Ja. Und was mache ich jetzt mit dem kleinen Hammer? Das ist. Ach Mann. Toll, hier muss ich anscheinend noch gar nicht. Wo muss ich denn hin? Zum Palast in den Mittelgang. Den Mittelgang. Der, die das. Ich muss lernen, mich zu artikulieren. Silbernes Brunnen-Emblem, solange es kein Feueremblem ist. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches Wimmelbildspiel irgendwie jedes zweite Emblem war, das Feueremblem. Gefühlt jedenfalls. Ich so, boah geil, das Feueremblem. Feueremblem benutzt, dann nochmal Feueremblem. Und ich habe mir auch nur so gedacht, ja, danke, toll. Hätte ich das erste Jahr auch gleich wieder mitnehmen können. Immer wieder Feueremblem, Feueremblem, Feueremblem. Überall, jederzeit. Das war anscheinend das Lieblingsemblem des Entwicklers. Vielleicht ist er auch ein sehr begabter Fire Emblem-Spieler, ich weiß es ja nicht. Ich weiß außerdem nicht, wie spricht man Fire Emblem überhaupt aus? So wie ich gerade oder Fire Emblem? Weil ich habe schon beides hören gesagt bekommen,
Blag. Toll. Jetzt finde ich gerade spontan gar nichts mehr. Jetzt muss ich weniger Scheiße labern, sondern mehr aufs Bild gucken. Und mein sonstiger Trick von, ich schalte mal kurz in den Vollbildmodus, weil ich da mehr sehe, funktioniert hier nicht, weil ich kann im Vollbildmodus aus irgendwelchen Gründen nicht aufnehmen. Im ersten Spiel war es ja genau andersrum, wie schon vor zwei Parts oder so. Nee, ich glaube, das war im letzten Part. Nee, vor zwei Parts. War das jetzt im letzten Part oder vor zwei Parts? Tipp! So, jetzt haben wir das silberne Brunnenemblem. Löse das Laserrätsel im Waffen. So weit sind wir doch noch gar nicht. Jetzt macht mal ganz den ruhigen. Weil erstmal müssen wir den Schalter wieder umlegen. Und dann hier. Aber das. Ach nee, das können wir noch machen. Ich zeige euch Foreshadowing. Ach ja, das war das Rätsel. Zurück. So. Und dieses Rätsel machen wir im nächsten Part. Und vielleicht, so wie es aussieht, wird der nächste Part der letzte sein. Wir sehen uns. Oder nee, wir sehen uns nicht. Wir hören uns.